Guten Tag. Guten Abend. Nächstes Thema, Kapitel 9, die Bewegung der Sturm und Drangs. Es wächst der Menschen mit seinen großen Zwecken. Friedrich Schiller. Um das Jahr 1771 begann an den verschiedensten Punkten des zersplitten Deutschen Reiches unter der Jugend eine große geistige Bewegung, die sich vor allem auf dem Gebiet der Literatur äußerte. Diese literarische Bewegung, die Bewegung des Sturm und Drang, so genannt nach einem Drama von Friedrich Maximilian Klinger, mit dem ursprünglichen Titel Wirrwarr. Sturm und Drang aus dem Maximilian Klinger. Was? 1776 entstand als Ausdruck der bürgerlich-antifeudalen Opposition in der Kunst. Die Stürmer verkündeten die Literatur von neuen Haltungen und neuer Form. Sie trateten gegen die Herrschaft der Ratio und zugleich gegen die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Zeitalter der Aufklärung auf. Den Normen und Regeln des Klassizismus stellten sie die Forderung einer ausgesprochenen individuellen Kunst gegenüber und appellierten in erster Linie an das Gefühl und Fantasie. Der neuen Literatur waren ein leidenschaftliches und abstraktes Freiheitsbegehren, eine ausdrucksstarke emotionale bilderreiche Sprache eigen. Von den überlieferten literarischen Gattungen bevorzugten die Stürmer Dramatik und Lyrik. Viele der lyrischen Dichtungen der Stürmer sprachen so einprägsam innige Liebesgefühle, Lebensfreuden und Naturverbundenheit aus. Da sie in den Liederschatz des deutschen Volkes eingegangen sind. Das Drama schien besonders geeignet, den sozialen Widersprüchen der Zeit Ausdruck zu geben. Die Sturm- und Drangbewegung entdeckte die unschöpferlichen Schätze und Möglichkeiten der Volkerdichtung, Volkslied, Volksmusik und Volksepik. Die Welt der Höfe und Salons als poetisches Thema wurde abgelehnt. Die erste Anregung zu der Sturm- und Drangbewegung in Straßburg kam von Johann Gottfried Herder, 1744-1803. Herder wurde in Ostpreußen als Sohn eines Künstlers und Lehrers geboren. Er studierte in Königsberg Theologie und Philosophie, hat aber auch großes Interesse an der Literatur. Nach dem Abschluss seines Studiums wurde er als Lehrer an der Domschule in Riga berufen und übernahm später auch das Amt eines Predigers. Seine kirchliche Laufbahn, in der er sich als Erzieher des Volkes verstand, führte ihn über verschiedene Stellen schließlich 1776 nach Weimar, wo er ein leitendes Amt in der Landeskirche des Herzogtums ausübte. Diese Stelle hatte ihm Goethe vermittelt, der er schon 1770 in Straßburg kennengelernt, auf der er großen Eindruck gemacht hatte. Herders Begegnung mit Goethe würde zur Geburtsstunde des Sturm und Drang. Den Menschen betrachtete Herder. Nicht als reines Vernunftwesen, sondern sah ihn in engem Zusammenhang mit der Natur, aus der seine Sonderstellung als Mensch erwächste. Mit seinen Einsichten wirkte Herder entscheidend auf das dichterische Schaffen junger Menschen ein, die dem Kreis der Stürme angehörten. Herder rief die jungen Dichter dazu auf, eine wahrhaft volkstümliche nationale Kunst zu schaffen. Er verkündet nicht Bildung mache den Dichter, sondern die tiefe und echte Empfindung. Tiefe und echte Empfindung schaffen die Kunst. Ja. So, das und was ist die tiefe und echte Empfindung? Es ist die
Das Leben, es ist das, die Seele, ich meine. Wahrheit der Darstellung, natürliches Gefühl. Natürliches Gefühl. Unmittelbarkeit der Natur sei in der Volksdichtung zu finden. Schon von Straßburg aus rief er seine Freunde auf, Volkslieder zu sammeln. Herder war der Erste, der die poetische Kraft des Volksliedes entdeckte. Veröffentlicht veröffentlicht Herder die Volksliedersammlung. Er wendete sich der Geschichte zu und gewann die Überzeugung, dass jedes Volk ein Recht auf freie Entwicklung seiner Fähigkeiten hat und dass jede Kultur Ausdruck der Kräfte ist, die sich im natürlichen geschichtlichen Raum entfalten. Mit seiner Volksliedersammlung beeinflusste Herder nicht nur die Dichtung des Sturm und Drang, sondern auch die der Romantiker. Als Beispiel ist hier ein Gedicht aus der Sammlung Stimmen der Völker in Liedern dargeboten. Röschen auf der Heide. Röschen. Röschen auf der Heide. Röschen. Schribetz. Es sah ein Knabe ein Rösslein stehen, Rösslein auf der Heide. Sah es, war so frisch und schön, und blieb stehen, es anzusehen und stand in süßen Freuden. Rösslein, Rösslein, Rösslein rot, Rösslein auf der Heide. Der Knabe sprach: Ich breche dich, Rösslein auf der Heide. Rösslein sprach: Ich steche dich. Ah, это Röschen, это Rosa. Auf der Heide Nogu. Dass du ewig denkst an mich, dass ich nicht will leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Doch der wilde Knabe brach das Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, aber es vergaß danach beim Genuss das Leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Gleichzeitig mit Herder machte auch Gottfried August Bürger 1747, 1794 in Göttingen auf den unvergänglichen Schatz der Volkspoesie aufmerksam. Bürger war der Sohn eines Pfarrers, Bürger. Gleichzeitig Bürger war der Sohn eines Pfarrers. Er studierte Theologie, Jurisprudenz und Philosophie in Göttingen und war anschließend als Dozent an der Universität in Göttingen tätig. Das größte Verdienst Bürgers um die deutsche Literatur besteht vor allem darin, dass er ein neues literarisches Genre, die volkstümliche Kunstballade, geschaffen hat, die seit Jahrhunderten im Volke verbreiteten der Balladen. Der Jahrmarktsänger hat er in den Rang einer vollwertigen Dichtungsgattung erhoben. Damit schuf er die volkstümliche deutsche Ballade in ihrer klassischen Form, das heißt die Verschmelzung von Form und Gehalt zu einer Einheit. Bürger musste unendlich viel an seinen Balladen und Gedichten arbeiten, um die Vollkommenheit zu erreichen. Sein Kunstprinzip war klare, bestimmte, anschauliche Deutlichkeit und übersichtliche Ordnung des Stoffes in der Ballade. Seine bedeutendsten Balladen Lenore 1774, Der wilde Jäger 1786, Des Pfarrers Tochter von Taubenhain 1784. 80. Zeugen von seiner Anteilnahme an den Leiden des Volkes, von seiner Verbundenheit mit den Bauern und Plebejern. Oft las er seine Dichtungen völlig ungebildeten Menschen aus dem Volke vor, um festzustellen, ob er sein Ziel erreicht habe und ob es ihm gelungen sei, an das Herz des einfachen Menschen zu rühren. Die Ballade Lenore begründete Bürgers Dichtertum.
Sie ist besonders typisch dadurch, wie Bürgerelemente alter Volkssagen mit wirklichen Ereignissen der Vergangenheit oder gar unmittelbaren Gegenwart verknüpfen, das ganze Geschehen mit packenden Worten in spannenden Handlungen verführt. Bürger benutze hier eine weit verbreitete Legende von der Macht der Liebestränen, welche den beweinten Toten aus der Grabe locken. Der als Tod beklagte Geliebte findet keine Ruhe und steigt aus dem Grabe, um sein Mädchen zu höhlen. Bürger bindet die fantastische Handlung der Saga an die unmittelbare Vergangenheit. Die Liebe ist das Wichtigste. Fantastische Handlung der Saga an die unmittelbare Vergangenheit des Siebenjährigen Krieges und beschwört dadurch traurige Erinnerungen darauf. Wie die arme Leonore, so warten tausende deutsche Mädchen vergebens auf die Heimkehr ihrer Verlobten aus dem Krieg. Wie Leonore verfluchte das Volk den Krieg, der nichts als seltenen Teilen brachte. Deshalb ist die Ballade durchdrungen von entscheidender Ablehnung des Krieges und von tiefer Sehnsucht nach Frieden und irdischem Glück. Lenores Verzweiflung ist der Ausdruck eines spontanen Protests des Volkes gegen Ungerechtigkeiten der feudalen Ordnung. Hier sind einige Strophen aus der Ballade Lenore dargestellt. Lenore, Lenore, führ uns morgenrot empor aus schweren Träumen. Bist untreu, Wilhelm, oder tot, wie lange willst du säumen? Er war mit König Friedrichs Macht gezogen in die Prager Schlacht und hatte nicht geschrieben, ob er gesund geblieben. Der König und die Kaiserin des langen Haders müde erweichten ihren harten Sinn und machten endlich Friede. Und jedes Heer mit Sing und Sang, mit Pauken, Schlag und Kling und Klang, geschmückt mit grünen Reisern, zog heim zu seinen Häusern. Und überall, all überall, auf Wegen, auf Stegen, zog alt und jung dem Jubelschall der Kommenden entgegen. Gottlob, rief Kind und Gattin laut, willkommen manche frohe Braut. Ach, aber für Lenoren war Gruß und Kuss verloren. Die Mutter lief wohl hin zu ihr. Ach, dass sich Gott erbarme, du trautes Kind, was ist mit dir? Und schloss sie in den Arm. O Mutter, und hin ist hin, und nun fahre Welt und alles hin. Bei Gott ist kein Erbarmen, o weh, mir Armen. Ленора. Леноре снились смерть и кровь, проснулась в тяжком страхе. Где ты, Вильхельм, забыл любовь или спишь в кровавом прахе? Он с войском Фридриха весной ушел под Прагу в смертный бой, и ни единой вести не шлет своей невесте. Монархи вражеских держав, устав от долгой ссоры, смирили гнев и гордый нрав, и мир пресек раздоры. И зыбли ордян шелк знамен, под пение гул и гром, и звон войска весельем пьяны идут в родные страны. И вот спешат и стар, и млад на стены, на заставы, встречать ликующих солдат, любимцев бранной славы. Здесь муж вернулся, наконец, там встречен радостно отец. Ох, ах, для одной Ленор ничьи не светят взоры. И к ней бежит в испуге мать, приникла к ней, рыдая. Над нами Божья благодать, не плачь, родная. Мать, мать, Вильгельм, мне постыл, постыл мне Божий свет, не внял Господь Ленор. О, горе мне, горе, о, горе. Вильгельм Левик, уверзацу. Doch nicht nur mit Versen poetischen Inhalts kämpfte der Dichter gegen den feudalen Despotismus. Auch die wunderbaren Reisen des Freiherrn von Münchhausen, eine Satire auf den Adel, der er 1785 aus dem Englischen übersetzte und erweiterte, gehören zu den heute noch lebendigen Werken Bürgers. Der Titel hält ein adliger Taugen nichts und unverschämter Prallhals führt ein unbekümmertes Dasein auf seinem Schloss. Im Zwielicht langer Abende am lustig lackernden Feuer des Kamins, im Kreise seiner Freunde, eben solcher Barone und Grafen, erzählt Münchhausen unglaubliche Geschichten aus seinem Leben, das er meistenteils in der Fremde verlebt hat. Kommentar.
Friedrich Maximilian Klinger wurde 1752 in Frankfurt am Main geboren, als Sohn eines Soldaten einer Waschfrau. Die frühe verwitwete Mutter, völlig mittellos, musste die Kinder durch Nähe, Arbeiten, Waschen ernähren. Klinger erhielt Freiunterricht am Gymnasium, war aber gezwungen, durch allerlei Arbeit Geld zu verdienen. Aus Not konnte er seine Universitätsausbildung nicht abschließen, sondern musste unstetes Leben führen auf der Suche nach einem Lebensunterhalt. Mit 28 Jahren verließ er seine Heimat und trat in russische Dienste. Er brachte es zum Generalleutnant und Direktor des Kadettenkorps. Sein Sohn diente ebenfalls in der russischen Armee und wurde 1812 in Schlacht bei Borodino tödlich verwundet. Klinger verhielt sich mit Hochachtung zum russischen Volk, kam jedoch nach und nach in Ungnade. Seine literarische Tätigkeit begann noch an der Universität und wurde in Russland vorgesetzt, da aber seine Ansichten mit seinem offiziellen Amt nicht zu vereinbaren waren, schickte er seine Schriften daheim nach Deutschland und ließ sie dort anonym drucken. Sein Drama Sturm und Drang gab den Namen der ganzen Bewegung. Wie Lermontov, ein bisschen. Fragen zum Thema. Worin besteht die Hauptidee der literarischen Bewegung Sturm und Drang? Sturm und Drang hat die Grundlage begründet, die Natur, die etliche Gefühle, Empfindungen und ehrliche Empfindungen. Sturm und Drang ist die Bewegung der Freiheit vor der trockenen Wissenschaft der Universitäten und hat eine große geistige Bewegung. Gegen diese Hauptidee verkündeten in die Idee des der Stürmer verkündete die Literatur von neuen Inhalten und neuen Formen. Sie traten gegen die Herrschaft der Ratio und zugleich gegen die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Zeitalter der Aufklärung auf. Den Normen und Regeln des Klassizismus stellten die Forderung einer ausgesprochen individuellen Kunst gegenüber und appellierten in erster Linie an das Gefühl und Fantasie. Der neuen Literatur waren in ein leidenschaftliches und abstrakter Freiheitsbegehren, eine ausdrucksstarke emotionale bilderreiche Sprache eigen. Von den überlieferten literarischen Gattungen bevorzugten die Stürmer Dramatik und Lyrik. Innige Liebesgefühle, Lebensfreude, Naturverbundenheit aus, die sie in den Liederschatz der deutschen Volk eingegangen sind. Welchen Einfluss übte Herder auf die Stürmer aus? Herder übte eine große Rolle, Einfluss auf die Stürmer aus. Er schuf viele Werke. Mit seinen Einsichten wirkte Herder entscheidend auf das dichterische Schaffen junger Menschen ein, die dem Kreis der Stürmer angehörten. Er schaffte nationale Kunst, nationale deutsche Kunst, Wahrheit. Dichter begründete natürliches Gefühl, Unmittelbarkeit der Natur sein in der Volksdichtung zu finden.
Worin besteht das Gruß für den Bürgers? Was kennzeichnet seine Dichtung? Das große Verdienst Bürgers besteht in neues literarisches Genre, die volkstümliche Kunstballade geschaffen hat. In neues Kunstballade besteht in neue Kunstballade. Die seit Jahrhunderten im Volke verbreiteten derben Balladen, der Jahrmarktsänger hat er in den Rang einer vollwertigen Dichtungsgattung erhoben. Folklore. Er sammelte Folklore. Weiter. Worin besteht das große, was bildet die Spannung des Geschehens in der Ballade Lenora? Die Spannung des Geschehens bildet in der Ballade Lenora den Tod seines Geliebten. Er kommt nicht aus dem Krieg und er wollte auch Lenore war sehr traurig, sehr trübe und der Geliebte auch war wach aus ihren Tränen und wollte sie nach anderen Welt nach dem anderen Welt führen. Wie kann man das Genre der wunderbaren Reisen des Freiherrn von Münchhausen bestimmen? Es verlacht hier mit dem Humor und Satire und Spotten das adle Menschen so so solcher Weise aus der es verleiht aus dem Engl aus der englischen Literatur und verspottet Adlers Adeln so. Despotisch und nicht so klug. Wie kann man das Genre der wunderbaren sie sind prahlerisch, nicht so wie in der Wirklichkeit sein. So, es war alles über das Thema Sturm und Drang. Die Bewegung Sturm und Drang und kann auch aus diesem Buch lesen. Sturm und Drang. Nächstes Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Thema. Kapitel oder Kapitel. Auf Wiederhören. Danke fürs Zuschauen. Schreib die Kommentare unten.